Hey Leute, heute habe ich die Sophie wieder dabei. Ich habe ja schon mal ein Video mit ihr gedreht, könnt ihr hier oben bei dem i sonst nochmal auschecken. Heute geht es mal darum, Humanmedizin versus Zahnmedizin. Ja? Weil die Mediziner sagen ja immer, die Zahnmediziner sind ja gar keine richtigen Ärzte. Und damit wollen wir heute, sage ich mal, ein bisschen aufräumen. Viel Spaß. Ja, ich habe ja einige Fragen von euch bekommen bei Instagram, weil ich das ja angeteasert habe, dass wir zusammen ein Video machen werden und da wollte ich eure Fragen eben mit reinnehmen und ich habe da eben sehr viele Fragen bekommen bezüglich des Studiums Humanmedizin versus Zahnmedizin. Was sind so die Unterschiede, weil wahrscheinlich viele von euch jetzt wahrscheinlich noch in der Schule sind und sich überlegen, ob sie Zahnmedizin oder Humanmedizin studieren wollen oder sollen. Deswegen werden wir jetzt einfach ein bisschen über die Studiengänge reden und danach auch noch so ein bisschen Ausblick auf die Zukunft, was kann man mit diesen beiden Studiengängen später so machen. Schaut auf jeden Fall mal bei der Sophie auf ihrem YouTube-Kanal und auch bei Instagram vorbei. Sie macht sehr coolen Content, erzählt sehr viel über das Zahnmedizinstudium. Wenn euch das Zahnmedizinstudium noch mehr interessiert, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Bei uns im Medizinstudium ist es ja so, dass man doch relativ viel Praktika machen muss. Diese ganzen Pflegepraktika sind insgesamt 3 Monate, so viel ich weiß. Also so war es zumindest bei mir damals, die man eben auf verschiedenen Stationen machen muss, bevor man sozusagen das erste Staatsexamen, also das Physikum, nach den ersten 2 Jahren schreiben kann. Habt ihr sowas? Habt ihr Pflegepraktika? Was habt ihr sonst so für Praktika? Wie ist das Ganze so aufgebaut? Wahrscheinlich werden jetzt alle Humanis haten, aber die Zahnis müssen kein Pflegepraktikum machen. Also zumindest muss ich das nicht und auch keiner, der mit mir studiert. Das heißt, das wird uns praktisch erspart. Wir haben schon Praktika, aber das sind dann halt die gewesen in den Naturwissenschaften. Also wir mussten ein Chemiepraktikum machen, das ging, glaube ich, eine Woche und Physik auch ungefähr eine Woche oder vielleicht ein bisschen länger als eine Woche, aber mehr hatten wir bisher nicht. Und so wie ich informiert bin, haben wir auch nicht ganz so viel Praktika, die wir irgendwie pflichtmäßig abliefern müssen, wo man sagt, okay, du gehst irgendwie für ein paar Monate oder für ein paar Wochen in eine bestimmte Abteilung. Mhm. Also zumindest in der Vorklinik auf jeden Fall nicht. Das war jetzt schon mal ganz interessant. Also Chemie, Physik, Praktika, das haben wir auch zusätzlich. Haben wir dann natürlich in der Klinik auch noch andere Praktika, wie zum Beispiel Gynäkologie, Blockpraktikum 2 Wochen, Pädiatrie, Allgemeinarztpraktikum auch 2 Wochen und dann natürlich noch die ganzen Formulaturen. Jeweils 1 Monat muss man 4 Stück machen. Genau, was gibt es sonst noch so für Unterschiede? Habt ihr überhaupt eine Vorklinik eigentlich? Ja, also wir haben auch, bei uns ist es auch einmal durch das zweite Staatsexamen gesplittet. Also was bei uns, glaube ich, der erste große Unterschied ist, dass wir im ersten Semester, hatten wir zumindest bei mir in Erlangen, nur einen praktischen Kurs. Das heißt, wir hatten nicht irgendwie noch Anatomie oder Histologie oder sowas nebenher. In dem praktischen Kurs haben wir hauptsächlich zahntechnische Arbeiten angefertigt, also damit ihr da so ein bisschen eine Vorstellung habt. Man gießt Kronen oder man macht so einen Aufbissbehelf, also das sieht im Endeffekt ein bisschen aus, wie wenn ihr so eine herausnehmbare Zahnspange hattet. Und haben uns halt mit den Werkstoffen so ein bisschen vertraut gemacht. Da hat man auch Werkstoffkunde, also zahnärztliche Werkstoffkunde ist ein Fach, was nur wir Zahnis belegen. Da geht es so ein bisschen darum, wie sich bestimmte Stoffe chemisch verhalten und warum wir welchen Stoff für bestimmte Arbeiten einsetzen, mit welchen Temperaturen man arbeiten kann, wie das Material verarbeitet, ob es eine Schrumpfung hat oder ja, ob es überhaupt im Mund gebräuchlich ist. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Also die zahnärztlichen Materialien müssen sehr oft untersucht werden, um zu gucken, ob man das wirklich in den Mund einsetzen sollte oder nicht. Und deshalb lernen wir das im Studium auch, wie sich die Stoffe verhalten. Und dann haben wir eigentlich von den Fächern her in der Vorklinik ähnlich wie die Humanis. Also wir haben auch Biochemie, Histologie, Physiologie, Anatomie natürlich, das habe ich jetzt gerade. Und wir haben ein Vorphysikum, bedeutet, ich hatte jetzt nach dem zweiten Semester eine Prüfung. Das ist unsere erste staatliche Vorprüfung, also im Endeffekt, ich glaube nicht, dass das wirklich als erstes Staatsexamen zählt, ehrlich gesagt, aber es ist unsere erste Staatsprüfung. Bei uns wird im Physikum nicht mehr Biochemie und Physik geprüft, das werden wir in dieser mündlichen Prüfung komplett überprüft. Das heißt, man muss sich vorstellen, man lernt ungefähr 4 Wochen in den Semesterferien für diese Prüfung und dann hat man innerhalb von 3 Tagen alle 3 Fächer und wird dann halt mündlich da abgeprüft. Bei uns sind sehr viele Prüfungen mündlich. Ich habe bisher keine einzige Klausur gehabt, in der ich kreuzen durfte. Also, war immer mündlich geprüft. Das ist natürlich Humanmedizin ganz anders, ja. Da wird sehr viel gekreuzt. Und wir haben dann dieses Vorphysikum gehabt und dann haben wir im 5. Semester, Ende des 5. Semesters unser Physikum. Also vorausgesetzt, wir haben die Scheine gesammelt. Das ist natürlich wichtig. Vorher braucht man nicht antreten.
Aber die haben dann im Endeffekt gleichzeitig mit den Humanis Staatsexamen, also Physikum, die ein Semester nach uns angefangen haben. Mhm. Also die machen es im vierten Semester, wir im fünften. Und wir werden mit denen zusammen, glaube ich, mündlich geprüft. Ich bin da bisher nicht anders informiert. Vielleicht kann es auch sein, dass wir ein bisschen länger mündlich geprüft werden, weil wir halt dafür keinen schriftlichen Teil haben. Mhm. Also unser Physikum ist rein mündlich praktisch. Mhm. Also wir haben diese mündlichen Prüfungen in Anatomie, Physio, in Werkstoffkunde, ich denke auch Prothetik, Zahnanatomie, also diese ganzen zahnmedizinischen Sachen, mhm. die sollten wir vielleicht auch mal geprüft werden. Und dann haben wir noch praktische Woche. Mhm. Und das ist, glaube ich, richtig hart. Also da hast du eine Woche, glaube ich, von früh bis spät wirklich Zeit, Arbeiten anzufertigen, und es sind unterschiedliche Themen, also man kriegt eben die Themen gestellt, man weiß nicht genau, was vorher verlangt wird, man hat aber auf jeden Fall die Arbeiten vorher im Laufe der Vorklinik mal angefertigt, und dann müsst ihr halt abliefern und hoffen, dass eure Arbeit patientengerecht ist. Hm. Und wenn sie eben patientengerecht ist, also wenn sie den klinischen Aspekten entspricht, da gibt es so bestimmte Kriterien, dann habt ihr euer Physikum bestanden und dann könnt ihr in die Klinik gehen. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also ihr habt auf jeden Fall viel mehr praktische Tätigkeiten. Ne? Ja. Das hat man natürlich im Humanmedizinstudium jetzt nicht so sehr. Wie ist das so mit Patientenkontakt? Habt ihr jetzt schon Patientenkontakt, oder weißt du, ob ihr vielleicht mehr Patientenkontakt in Zukunft bekommt? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, wir haben jetzt in der Vorklinik gar keinen Patientenkontakt. Wir haben zwar einen Plastikpatienten, an dem üben wir praktisch. Das heißt, unser Studium ist von Anfang an sehr praktisch orientiert, was ich richtig toll fand, ehrlich gesagt. Mhm. Patientenkontakt haben wir eigentlich, glaube ich, ab dem siebten Semester. Also in der Klinik haben wir nochmal den berühmt-berüchtigten Plötzchenkurs. Also das ist so das, wo uns die höheren Semester alle sagen, oh, das wird richtig, richtig hart, weil das natürlich, es ist nachvollziehbar, es ist die Hürde, die man nimmt, bevor man an einen echten Patienten tritt und den dann im Namen der Zahnklinik behandelt. Und das ist natürlich klar, dass es der Uni da extrem wichtig ist, dass sie da niemanden an den Patienten lassen, der nicht 110% gut arbeitet. Deshalb ist das nochmal eine große Hürde. Also der Klötzchenkurs ist eigentlich Phantom 3. Und das ist nochmal auf jeden Fall ein Kurs, der alles aus einem rausholt, wo man wirklich von morgens bis abends praktische Arbeiten anfertigt und die natürlich auch sehr kritisch beäugt werden, aber ich kann es auch voll nachvollziehen. Also ich persönlich würde mich sonst auch nicht sicher fühlen, an den richtigen Patienten ranzutreten, vor allem weil der Mund in meinen Augen wirklich eine Region ist. Wenn man da jemanden ranlässt, der es nicht kann, kannst du so unglaublich viel schief machen. Also wenn du Schmerzen im Mund hast, das kann ja ausstrahlen in den kompletten Kopf, in die Gliedmaßen, also eigentlich überall hin. Mhm. Deshalb sollte man das wirklich nur dann machen, wenn man da richtig fit ist. Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, war die Kosten. Also wie sieht das genau im Zahnmedizinstudium aus? Also ich kann es jetzt nur ganz kurz für die Humanmediziner sagen. Also die Kosten halten sich eigentlich im Rahmen. Also natürlich muss man den Semesterbeitrag überweisen. Das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wie hoch der ist. Ich glaube so bei 110 Euro, 118 Euro, irgendwie sowas. Man braucht den weißen Kittel, man braucht natürlich ein Stethoskop, einen Reflexhammer, spätestens wenn man Neurologie hat, in der Klinik, eine Diagnostikleuchte, um eben die Pupillen mal auszuleuchten. Ansonsten Bücher natürlich. Ich habe mir schon einige Bücher gekauft. Die teuersten waren wahrscheinlich auch die Anatomie-Atlanten. Da gibt es ja Sobota oder Prometheus in der Regel, was man sich da besorgt. Ansonsten braucht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr so viele Bücher. Also ich habe mir einige Bücher gekauft, in die ich wirklich so gut wie nie reingeschaut habe, weil es eben mittlerweile einfach Lernprogramme gibt, unter anderem eben auch Amboss, um es jetzt einfach mal hier zu nennen, aber wie gesagt, ich will jetzt keine große Werbung machen, das wird jetzt auch nicht gesponsert oder so, das Video, aber das ist zum Beispiel ein sehr gutes Lernprogramm, was wir eben an vielen Universitäten in Deutschland, ich weiß nicht, ob das mittlerweile an allen so ist, aber in München ist es so, dass man das eben gesponsert bekommt von der Universität, das heißt, man muss halt wirklich nichts dafür bezahlen, und das ist einfach so ein gutes Lernprogramm eben für die Vorklinik und auch die Klinik, das im Prinzip schon alles Mögliche abdeckt. Und dementsprechend hat man im Humanmedizinstudium selber außer den Semesterbeiträgen jetzt eigentlich gar keine so große Kosten. Wie sieht es jetzt im Zahnmedizinstudium aus? Ja, das ist eine Frage, die mir ultra oft gestellt wird von Zuschauern, und das ist von Uni zu Uni ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe an meiner Uni noch sehr großes Glück.
Es ist aber halt nicht an jeder Uni so. Also bei uns ist es so, wir haben einen Zahni-Koffer. Das heißt, den kauft man sich dann im ersten Semester und da sind halt so die Basic-Sachen drin, die ihr vor allem für den PPK, also für den praktischen Kurs im ersten Semester braucht. Der kostet ungefähr 600. Das ist erstmal ein großer Brocken, keine Frage, aber im Endeffekt, ihr braucht das und ihr könnt dann, also so war das bei uns, am Anfang vom Semester, also vom ersten Semester, gab es eine Kofferbörse, wo die Leute, die ihr Physikum bestanden hatten, ihren Vorklinikkoffer verkauft haben. Also in der Klinik wird bei uns wirklich ultra viel gestellt. Was ich richtig, richtig cool finde, wir dürfen sogar so Lupenbrillen benutzen. Hatte ich jetzt auch im Phantom 1 schon ein paar Mal auf. Also wir dürfen das halt ein paar Mal aufsetzen. Vielleicht kennt ihr das von eurem Zahnarzt. Ist so eine Brille und dann ist da noch so ein Fernglas vorne dran. Und damit kann man halt super gut sehen. Also man sieht jede kleinste Rille im Zahn. Und das wird halt bei uns wirklich sehr, sehr viel gestellt. Und auch sehr viel Materialien, die wir im Kurs verwenden müssen, werden gestellt, was Hammer ist. Aber ist halt leider keine Selbstverständlichkeit. Also das ist bei uns ein Entgegenkommen der Uni. An anderen Unis muss man das halt teilweise alles selber kaufen. Und auch ich habe im ersten Semester Materialien eben selber gekauft, also Abformmaterialien. Wenn ihr das vielleicht kennt, beim Zahnarzt muss man ja immer so einen Abdruck machen, damit der eben so die Zahnsituation abformen kann. Das wird dann später einfach mit Gips ausgegossen und wir arbeiten dann mit diesem Modell. Und diese Materialien zum Abformen und so weiter muss man dann halt selber kaufen. Oder auch teilweise habe ich Instrumente nachgekauft oder wenn euch irgendwas leer geht, müsst ihr es natürlich nachkaufen. Und ich würde sagen, dass das im ersten Semester wahrscheinlich mit Büchern und allem drum und dran bei mir schon an den 1000 gekratzt hat mit dem Koffer. Also nicht ohne Koffer, aber es ist eine Riesenstange Geld und das ist natürlich was, was ganz, ganz viele Leute abschreckt. Also für Bücher gebe ich auch nicht so viel Geld aus, bis auf die Atlanten, die ich auch habe. Und jetzt im dritten Semester, das war auch schon wieder ziemlich viel. Also wir haben jetzt im dritten Semester, gehen wir halt in die Klinik mit unseren Plastikpatienten, wackeln dahin, setzen ihn auf den Stuhl und arbeiten dann da dran und dann müssen wir halt im kompletten Klinik-Outfit aufschlagen, also weiße OP-Hose, dann Kasak und alles, was dazugehört und deshalb, das kostet halt auch schon nochmal ein bisschen. Also ich glaube, dieses Semester habe ich mit den Schleifern, die ich jetzt für das Handstück gebraucht habe, also das, was auch ein echter Zahnarzt verwendet, also das sind bei uns Diamantschleifer, die sind richtig gut, sind tatsächlich gar nicht so teuer gewesen, wie ich vorher dachte. Die waren, glaube ich, 60 Euro für so ein komplettes Set und wenn ihr damit gut umgeht, hält das auch lange. Dann die OP-Kleidung waren, glaube ich, wahrscheinlich ungefähr 100, 150, also Kittel und Kasak und Hose und ich habe halt nicht nur eins, sondern ich habe halt mehrere, weil ich ja jeden Tag praktischen Kurs habe und ich habe keine Zeit, die Sachen zu waschen zwischendrin. Deshalb habe ich halt mehr davon. Und dann wieder Abformmaterialien. Also ich glaube, dass es dieses Semester wahrscheinlich auch wieder 500 ungefähr wird. Aber ja, also weil ich sehr oft die Frage bekomme, wie ich das überhaupt finanziere. Ich kenne niemanden bei mir im Semester, der nebenher wirklich regelmäßig arbeiten kann, weil es sehr zeitaufwendig ist. Bei mir ist das wirklich finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, wofür ich sehr dankbar bin. Aber wenn ihr das nicht haben könnt, dann solltet ihr euch deshalb trotzdem nicht abhalten lassen, Zahnmedizin oder Humanmedizin zu studieren. Es gibt auf jeden Fall noch andere Wege. Ich zum Beispiel beziehe gar kein BAföG, weil ja, das machen aber viele meiner Kommilitonen. Also auch im Humanmedizinbereich haben viele BAföG oder so als Unterstützung. Und es gibt auch teilweise so Stipendien, die man kriegen kann. Ja. War auch nie was, womit ich mich irgendwie befasst habe. Also es gibt auf jeden Fall noch andere Wege. Man muss sich davon nicht abhalten lassen oder abschrecken lassen, dass es viel kostet. Aber es ist immer noch günstiger, als wenn ich jetzt nicht an der staatlichen Uni wäre, sondern an der Privatuni gewesen wäre und da dann praktisch weitermachen würde. Deshalb, das ist auf jeden Fall was, wo man immer so ein bisschen sehen muss, was steht so dafür. Also deshalb ist teuer, aber ja. Auf jeden Fall. Was ich vorher noch vergessen habe, das war, dass man natürlich auch Sezierbesteck braucht, also Skalpell und eine Pinzette und so ein paar Sachen. Teilweise muss man auch eigene Handschuhe mitbringen, teilweise kriegt man die auch von der Klinik. Das hält sich im Prinzip auch in Grenzen. Und deswegen wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz zum Punkt kommen, Anatomie. Das hatte ich jetzt noch mal eine extra Frage bekommen, wie das ist, wenn man eben Angst hat, sag ich mal, vor Leichen. Da stehst du natürlich genauso vor der Leiche wie wir im Humanmedizinstudium auch. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp? Wie war das bei dir das erste Mal, als du so eine Leiche gesehen hast und die präpariert hast, so umgekippt? Wie war es bei deinen Kollegen?
Ja. Das ist ganz interessant. Also im Präkurs, wir wurden da so ein bisschen drauf vorbereitet. Also wir hatten vorher eine Vorlesung, in der darauf eingegangen wurde von unserem Professor, was der Hintergrund ist, wie es dazu kommt, dass wir Körperspender haben, dass es Menschen gibt, die ihren Körper der Forschung zur Verfügung stellen. Denn wenn die das nicht machen würden, dann könnten wir daran nicht lernen. Also der Präkurs hat ja den tieferen Sinn, dass man als Human- oder Zahnmedizinstudent lernt, am Körper, also am richtigen Körper, die Anatomie zu lernen, weil in so einem Atlas, wenn ihr den mal aufschlagt, das ist alles wunderschön. Wenn ihr dann am Präptisch steht, merkt ihr, dass das alles im echten Leben ganz, ganz anders aussieht. Und es ist natürlich für einen Arzt und auch für einen Zahnarzt wichtig zu wissen, wenn ich jetzt mit einer Nadel da und da reinsteche, was treffe ich dann? Also der Kurs bezieht sich hauptsächlich auf die Topografie, also darauf, wie liegen die unterschiedlichen anatomischen Strukturen. Und wir haben am Anfang immer mal wieder so ein paar Bilder gehabt, wo man ungefähr sehen konnte, wie das bei den Körperspinnern aussieht. Und es wurde auch gesagt, man soll, also wie man sich darauf vorbereiten soll, dass man sich nicht schämen soll, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kipp vielleicht um, aber man soll halt nicht, keine Ahnung, aus unnötigem Ehrgeiz oder so dann sagen, ja, das passt schon. Bei mir war das so, ich habe die Bilder vorher gesehen und wir hatten am Tisch Zeit, uns darauf einzustellen, was jetzt auf uns zukommt. Also beim ersten Mal waren die in so Bodybags, also so schwarze abgeschlossene Tüten und dann wird das Ganze aufgemacht und wir haben das ganz, ganz langsam gemacht. Da war am Anfang auch noch eine Decke drüber und so weiter und wir konnten uns ganz langsam rantasten. Was ich sehr, sehr cool fand von unserer Uni wirklich, dass die wirklich uns die Zeit gegeben haben und gesagt haben, freunden Sie sich mit der Situation an, versuchen Sie für sich herauszufinden, wie Sie damit umgehen wollen. Also die Menschen haben ganz unterschiedlich reagiert und bei mir war es wirklich so, dass sie dann gesagt haben, okay, versuchen Sie mal ein bisschen die Hand drauf zu legen oder so. Und das kommt dir im ersten Moment total komisch vor. Mit Handschuhen natürlich. Ja, mit Handschuhen, mit Handschuhen. Ja. Kommt dir im ersten Moment total komisch vor, aber es hat geholfen. Also wirklich einfach so ein bisschen diese Hemmschwelle, die man am Anfang hat, so ein bisschen zu mindern, indem man sagt, okay, ich lege nur mal die Hand auf und dann kam im Endeffekt noch die Decke ab und dann hat man wirklich diesen Menschen so gesehen. Und was mir eigentlich von Anfang an wichtig war und weshalb, ja, es war mir einfach persönlich wichtig, ist, dass man da immer einen Respekt behält, dass man nie vergisst, dass es ein Mensch ist. Ganz richtig, ja. Dass man da nicht irgendwie hingeht und ja, das fängt bei kleinen Sachen an, aber dass man sich immer respektvoll verhält, diesem Menschen gegenüber, dass man da nicht irgendwie Blödsinn macht. Wenn ihr das von einem Professor macht, seid ihr exmatrikuliert, das ist wirklich kein Witz. Das ist den Leuten in der Uni unglaublich wichtig, weil wenn es keine Leute gäbe, die sich zur Verfügung stellen würden, das zu machen, dann könnte man das Medizinstudium im Endeffekt einfach ganz lassen. Deshalb, das war mir immer wichtig. Ich habe diese Hemmschwelle eigentlich ganz gut überwinden können durch das Handauflegen. Dann haben wir langsam angefangen mit der Hautpräparation und haben uns ja im Endeffekt wirklich herangetastet. Für mich war es natürlich, glaube ich, nochmal sehr krass, weil ich am Kopf präpariere. Also wir Zahnis, wir kriegen im Normalfall obere Gebiete, weil das halt die Gebiete sind, die für uns am meisten relevant sind später. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn du wirklich am Kopf bist und dann am Kopf präparierst, das ist, war für mich schon teilweise echt komisch. Aber irgendwann warst du, das war eigentlich von jetzt auf gleich, dass man sich gesagt hat, okay, konzentriere dich jetzt auf dein Ding, bereite dich gut vor und schau, dass du da keine Strukturen verletzt oder irgendwas falsch machst. Und dann hast du einfach deine Arbeitsschritte gemacht. Dann hast du dich nicht darauf fokussiert, was du gerade machst, sondern so, okay, das sind meine Schritte, die arbeite ich jetzt ab und ich versuche aus dem Präparierkurs für mich das Maximal rauszuholen. Ich war auch immer eigentlich beim freien Präparieren, bis auf das allererste Mal, aber sonst war ich immer freitags, wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, uns das ohne selbst zu präparieren anzugucken, war ich immer da, um einfach die Möglichkeit wahrzunehmen, das am Menschen zu lernen. Und was ich als Tipp geben kann, wenn man wirklich Probleme hat mit dem Geruch, weil ich habe am Anfang, keine Ahnung, die ersten paar Wochen hatte ich richtig schlimm Kopfschmerzen. Ich habe das in einem Krimi gesehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber ich habe mir Tigerbalsam geholt. So mit Menthol. Und den schmiere ich mir immer unter die Nase vorher und meine Kommilitonen auch. Also bei uns am Tisch geht dann einmal jeder durch, schmiert sich das unter die Nase. Ich habe zwar von einem Rechtsmediziner gehört, dass das absoluter Schmarrn ist, weil man dann Menthol und diesen Leichengeruch riecht, aber
Bei uns riecht es ja nicht nach Leiche. Nee, das ist ja in diesem Formalin eigentlich. Genau, es riecht sehr stark nach Formalin. Mhm. Und das ist was, was manche nicht so gut abkönnen, wo sie dann mit Kopfschmerzen reagieren. Aber seitdem ich den Tigerbalsam benutze, habe ich das Problem eigentlich nicht mehr. Mhm. Also es geht total gut eigentlich. Und wie gesagt, wenn du mal drin bist und wenn du dich mit der Situation angefreundet hast, dann ist es okay. Auf jeden Fall. Ich glaube, da waren sehr viele gute Tipps dabei und ich kann das alles eigentlich nur genauso unterschreiben. Also fand ich sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank, dass du in dem Video mit dabei warst. Schaut, wie gesagt, auf jeden Fall bei der Sophie nochmal vorbei bei YouTube, Instagram. Lasst ihr auch ein Abo da. Und genau, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ja, bezüglich Zahnmedizinstudium oder Humanmedizinstudium, dann stellt die doch einfach unten in die Kommentare. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und wie gesagt, das letzte Video könnt ihr hier oben nochmal auschecken. Genau, dann vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.